Ja, wir haben uns als das Projekt, das wir umgesetzt haben, ist Sound to MIDI, eine kleine App, mit der man jetzt Dinge, die man jetzt sich vorpfeift oder mit dem Klavier spielt, direkt in Noten umwandeln kann. Das haben wir gemacht. Das sind der Konrad, der Erik, der Jonas und der Simon und ich, der Riley. Also wie gesagt, wir haben eine App programmiert, mit der man also Noten bzw. Töne in ein Mikrofon spielen kann, vom Handy oder vom Laptop. Und diese wandelt sie dann um in die gespielten Noten, also in die ja, normalen Tonleitern, also C, D, E, F, G, A, H, C. Und somit kann man halt gespielte Stücke aufzeichnen und schauen, welche Noten man halt gespielt hat und muss es nicht händisch mitschreiben. Jetzt zu einer kleinen Demonstration, die haben wir aufgezeichnet, weil es doch, auch wenn es jetzt ein bisschen länger war, dass wir darin gearbeitet haben, immer noch nicht einwandfrei funktioniert. Ich will halt einfach, dass man auf der Startseite der App auf Aufzeichnen drückt, dann halt die Töne vorpfeift oder aufspielt, die dann analysiert und eine schöne Übersicht an Noten generiert. Warum haben wir Sound to Might genommen? Wir haben eine Idee gesucht und waren ein bisschen planlos. Und dann haben wir uns die Projekte angeguckt, die nicht umgesetzt wurden. Und dann sind wir auf das Projekt gestoßen und haben das dann übernommen und mit unserem Knowledge umgesetzt. Also, welche Technik haben wir verwendet? Wir haben das Flutter-Framework genommen mit der Programmiersprache Dart. Und dann haben wir die Fourier-Transformation genommen, die die Frequenzen von Tönen nimmt und wir somit dann die dementsprechenden Noten rausfinden können. Ja, und natürlich ging das Ganze auch nicht direkt, sondern wir mussten uns natürlich erstmal einigen Problemen stellen, wie zum Beispiel erstmal eine Installation von Flutter, die sich durchaus als schwierig erwies. Nicht zuletzt wegen des WLANs, das einigermaßen überlastet war, da wir ja durchaus sehr viele Leute hier sind. Und ja, natürlich hatten wir alle vorher noch nichts in Flutter gemacht und haben uns halt trotzdem mal darauf eingelassen, weswegen wir natürlich erstmal Flutter und Dart lernen mussten, so grob, um da überhaupt mal Code schreiben zu können. Und dann natürlich aufgrund der Probleme am Anfang ging uns dann am Ende ein bisschen die Zeit aus, weswegen die App jetzt natürlich noch nicht perfekt ist, aber sie ist durchaus lauffähig. Und natürlich haben wir auch sehr viel dabei gelernt. Also zum Beispiel das Framework Flutter, was wir verwendet haben, hat keiner von uns vorher verwendet. Aber jetzt wissen wir es ungefähr, wie es geht. Und natürlich auch die Fourier-Transformation, die ja auch ein relativ komplexes Thema für sich selbst ist, haben wir jetzt auch grundlegend zumindest verstanden. Ja, haben das Ganze natürlich, wie hier so ziemlich alles, auf GitHub gestellt, damit ihr daran weiterarbeiten könnt, wenn ihr Interesse habt. Hier habt ihr einen großen QR-Code, den ihr einscannen könnt. Der bringt euch direkt zum GitHub-Repository und direkt daneben nochmal der Link, falls ihr den in der Zeit abtippen könnt. Und ja, das war's soweit. Ein großer Applaus für Sound to MIDI. Kommt zu mir bitte, damit die nächste Gruppe aufbauen kann. Ich habe noch Also ein, zwei Fragen. wir wollen uns nochmal ganz besonders an Nico bedanken, weil er uns das beigebracht hat ein Stück weit und viel geholfen hat. Ansonsten wäre das gar nicht möglich gewesen, so wie es jetzt ist. Also nochmal ein großes Dankeschön. Kommt ein bisschen näher ran zu mir. Erstmal von mir ganz großen Respekt. Als wir diese Präsentation gestern geübt haben, gab es noch gar keine Präsentation. Das heißt, ihr habt euch ein bisschen ausgedacht, was heute passiert. Jetzt ist sie da. Ihr seid das Paradebeispiel für Jugendhakt. Ihr habt euch eine Idee genommen, die nicht eure war, sondern eine andere Idee weitergesponnen. Ihr habt euch gegenseitig erstmal kennenlernen müssen und absprechen müssen. Und ihr habt Sprachen gelernt, die ihr vorher nicht konntet. Wie fühlt man sich, wenn man so ein Vorbild ist, so ein glühendes Vorbild? Sehr ungewohnt. Normalerweise mache ich immer alles kaputt. Wie war es denn in der Zusammenarbeit für euch? Also viel zusammenraufen auch erstmal. Ihr habt das Stichwort Teamwork genannt. Also wir sind zusammen auf ein Zimmer gekommen. Die meisten kannten sich nicht. Es ging relativ gut, wobei wir hatten immer mal kleine Streits. Aber ich denke, das ist normal. Dicken Applaus für euch. Den habt ihr euch verdient. Cooles Projekt, coole Präsentation. Danke euch.